Sommer, und auch wenn die Herren zurzeit eine kleine Pause machen, heißt das nicht, dass footballlose Zeit ist, sondern die Damen sind am Wochenende aktiv. Die Damen der Erfurt Indigos bestreiten ihr letztes Saisonspiel und das ist gleichzeitig ein Heimspiel. Das letzte Heimspiel, wir haben noch ein Auswärtsspiel. Ah, gut, dann also das letzte Heimspiel dieser Saison. Zu Gast ist Regensburg. Genau. Was habt ihr euch vorgenommen? Fragen wir mal so. Auf jeden Fall besser als im Hinspiel, schon mal ein paar Punkte mit nach Hause zu nehmen. Regensburg war damals unser zweiter Gegner, da war die Gruppe noch recht unkoordiniert und unsicher. Und wir haben uns jetzt von Spiel zu Spiel gesteigert, konnten Punkte mit nach Hause nehmen. Und ich denke, dass wir jetzt gegen Regensburg, der ja einer der leichteren Gegner in der Gruppe ist, schon jetzt mehr zeigen können, was wir können. Jo. Es war von Anfang an klar, keine leichte Saison. Jetzt, wo sie sich so dem Ende zuneigt, kann man sagen, es war die erwartet schwere Saison. Es ist relativ, für die Mädels ist es einfach eine super Erfahrung gewesen. Wir waren ja wirklich 100% Rookies. Und wir haben eigentlich mit ein paar mehr Punkten gerechnet und die Mädels hätten auch ein paar mehr holen können, aber die waren wirklich aufgeregt bei jedem Spiel. Wahnsinnig unkonzentriert oder dann völlig überfordert und ganz hibbelig und konnten nicht das zeigen, was sie eigentlich können. Wir haben von allen anderen Coaches ganz viel Lob bekommen, dass wir ganz viel Potenzial haben und ich denke, dass wir jetzt mit der Erfahrung aus der Saison, nächste Saison, ganz anders angreifen können. Das heißt, trotz der, sage ich mal, voraussehbaren Probleme ist die Saison in der zweiten Bundesliga also keine vertane Zeit gewesen? Nein, überhaupt nicht. Also bessere Erfahrungen kann man nicht sammeln. Man lernt nun mal nur im Spiel und nicht im Training. Und ich denke, nächste Saison können wir dann noch mehr zeigen. Trotz der Ergebnisse, die ja sicherlich immer eine Rolle spielen, Mädels haben noch kein Spiel gewonnen. Sind sie alle noch motiviert? Sind sie alle noch bei der Sache? Hoch motiviert. Also schon das Punkten alleine hat sich für die Damen angefühlt, als wäre es ein Sieg gewesen. Und so wurde das auch gefeiert, obwohl es kein Sieg am Ende war. Aber die Damen sind über jeden Fortschritt stolz und auch ganz erfreut. Gepunktet habt ihr in 3 Spielen. Können wir denn versuchen mal, oder ist es denn am letzten Heimspiel mal zu erwarten, dass es mal in die doppelte Punkt, also in die zweistellige Punktzahl geht? Ja, mit unserem jetzigen Stand definitiv. Die letzten beiden Gegner, Regensburg und Nürnberg, sind die schwächsten mit uns in der Liga. Und wir haben auch die letzten Wochen viel gescoutet und haben uns jetzt explizit auf Regensburg vorbereitet. Und ich denke, da können wir mehr zeigen. Schön. Das heißt, ist natürlich auch eine Einladung an alle, die Sonntag nichts vorhaben. Wann geht's los? 15 Uhr ist Kickoff. Und wie auch bei den Herren gibt's natürlich Verpflegung mit Musik und DJ. Und wir sind da und wir würden uns freuen über jeden, der uns anfeuert. Das können wir also nur an Empfehlungen weitergeben, wer am Sonntag nichts vorhat. Das Wetter soll ja sehr schön werden. Ja, dann hast du gesagt, ihr habt dann noch ein Spiel. Das letzte Spiel ist in Nürnberg. In Nürnberg. Ja, was habt ihr euch dafür vorgenommen? Was ist dann dort noch zu erwarten? Wir hoffen, dass wir verletzungsbedingt den Kader nicht allzu gering haben, um unsere Leistung auch zeigen zu können. Vorgenommen haben wir uns natürlich auch im letzten Spiel nochmal alles zu geben, jedem die Spielzeit zu ermöglichen und Erfahrungen sammeln zu können und dann gehen wir positiv in die nächste Saison. Gut. Dafür wünschen wir euch natürlich allen Erfolg und dass es am Wochenende wirklich klappt mit möglichst vielen Punkten und bedanken uns für das Gespräch. Dankeschön.